So, ich möchte nicht lange drum herum reden in meiner Nachtaufnahme jetzt. Wir haben es 0.57 Uhr und wir machen den Panikangriff. Ich weiß nicht, gegen wen das ist. Als Thea, Tristan und Joe erwachten, dachten sie, Yuis Duell gegen Bakuda war nur ein Traum. Ja, mit Räumens, dass Bakuda völlig am Spinnen war. Ich auch. Letztens, als ich mit ihm Duelkarten Monster unter meinen Kopfkissen schlafe. Gut geschlafen, Jungs? Ja, Bakuda. Tu mir nichts weh. Plötzlich hörst du das Team einen Schrei aus dem Wald kommen. Das klang wie Mai. Das Team rannte durch den Wald auf eine Lichtung und sah einen sehr großen Duellanten Mai besiegen. Bye bye, Vögelchen. Meine Harpien, sie sind weg. Ich glaube, du meinst eliminiert. Genau wie du. Jetzt gib mir deinen alten Sternschiff, du Loser. Dort sieht man auch die ganzen Sternschiffs, die man da sammelt. Mai, bist du in Ordnung? Gib der Freak dir eine harte Zeit. Das ist richtig. Genau wie Pegasus mich bezahlt zu tun. Den ganzen Duelldreck auf dieser Insel ausrotten und entsorgen. Macht das nicht dir zum Müllmann? Oh mein Gott, Alter, wie ich rede. Das ist kein Witz. Panik ist eine der Insel-Eliminators und wenn ihr nicht weggeht, wird er euch genau das gleiche machen, was er mir angetan hat. Schaut eure Duellantenhandschuhe an. Nicht ein Sternschiff übrig. Du bist aus dem Turnier draußen, Mai? Ich bin. Es ging so schnell. Die Art und Weise, wie Panik sich duelliert. Ich habe es einfach verloren. Sie war ein meiner leichtesten Opfer bis jetzt. Panik schubste Mai auf den Boden. Du Widerling, gib keine Entschuldigung, ein Mädchen zu schubsen. Oh. Ich habe schon eine Menge von Tyrannen im Leim umgehen müssen und ich fürchte, es gibt nur einen Weg, mit ihnen umzugehen. Du musst ihnen gegenübertreten. Ich möchte sehen, wie du deine Einschüchterungstaktik gegen mich versuchst, Panik. Ich bin nicht einfach zu erschrecken, vor allem, wenn ich für meine Freunde eintrete. Yui, muss mein Glückstag sein. Pegasus hat ein großzügiges Kopfgeld für deinen Eliminator versprochen, der dich besiegt. Glaubst du, er würde mir etwas Geld dazu werfen für eine Körperverletzung? Ich wette alle Sternships, die ich habe, um Mais zu gewinnen. Das ist ein Deal. Wenn du gewinnst, werde ich dir alle 8 Sternships geben, da deine Wette für mich keinen Unterschied macht. Was meinst du? Was ich damit meine, kleine Yugi, ist, wenn du dich gegen Panik duellierst, setzt du viel mehr als nur deine mageren Sternships. Du kannst die Angst wachsen, die in deinen Augen sehen. Ich glaube, du fängst an, in ihr Panik zu geraten. Du bist fertig. Bist du fertig, Rauch zu blasen, Panik? Das letzte Mal, dass du jemand den Mut hattest, so mit mir zu sprechen, brach ich ihn zwei. Lass uns duellieren. Yay, endlich darf ich mal wieder anfangen. Ich freue mich so sehr. Endlich darf ich mal wieder außer sein. Oh ja. Oh, und relativ gute Karten sogar am Anfang. Freue ich mich. Alle, die man natürlich jetzt am Anfang nicht lehnen kann. Freue ich mich noch mehr. Ach genau, wir brauchen noch Drachenfluch dazu. Ah ja, Hammer. Und jetzt brauchen wir nur noch Drachenfluch. Wir können bis jetzt nur diese Karte hier setzen. Und das war's. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Alter, was macht er denn jetzt bitte? Kann er mal bitte aufhören? Die Defense wird erhöht. Und was ist hier Unterwäldler und Hexer? Und ich kann noch nicht mal was legen. Ey, es tut doch weh. Obwohl, er kriegt zwar 1000 dazu, 1000 Punkte. Ist mir aber im Moment egal. Wir können noch den Effekt hier aktivieren. Können das Vieh ausrüsten. Der kriegt jede Runde 1000 Punkte mehr. Aber wir greifen ihn erstmal mit 23.000. Also, warum auch nicht, oder? Oh nein. Das Geile ist, ich bin jetzt erstmal angreifbar. Alter. Was hat denn der jetzt hier? Oh, komm, 1800. Und ich kann auch nicht mal die Karte legen. Nein.
Das ist jetzt meine dritte Runde, wo ich nichts machen kann. Ich kann drei verdammte Runden nichts machen. Das kotzt einen sowas von an. Halleluja, endlich kann ich mal was machen. So. Aber es bringt mir trotzdem nichts. Doch, 700. Oh, doch, das bringt was. Wir beschwören mal diese wunderschöne Karte. Legen das Einhorn drauf. Und können wir mit 1100 angreifen. Ist natürlich nicht wenig, aber es geht natürlich noch viel, viel mehr. Zum Beispiel, wenn wir Gaia oder sowas nehmen würden. Und dann nochmal mit 700 aufrüsten. Aber darauf müssen wir auf die nächste Runde abwarten. Hoffentlich. Nicht, dass er jetzt wieder vernichtet, was er jetzt machen wird, glaube ich. Ah, da hat ein stärkeres Monster hingelegt. Ziehe zwei Karten. Nehme ich gerne an. Oh ja. So, ich würde einfach mal sagen, wir beenden unseren Zug. Ich hätte jetzt noch die Spatter legen können. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich jetzt darauf gewartet habe. Scheibenkleister. Ganz, ganz knapp, aber okay. 1800. Ach, scheiße, die kann er gar nicht setzen. Naja, gut, dann würde ich sagen, greifen wir sein kleines Mönchchen an mit bisschen schauen, was er dazu bekommt, ist auch kein Problem. Und beenden den Zug. Er hat schon wieder seine Karte geopfert. Mensch, Meier. Ich würde sagen, wir aktivieren einfach mal die verräterischen Dings. Oh nein, oh nein, oh nein. Was war das? Die kennen ich doch. Mit dem Spielzeug, die kann... Oh, es kriegt da 5... Oh, was? 27.000! Ja. Ich würde sagen, wir beenden mal den Zug. Warum auch nicht? Ich glaube, ganz gut. Wow, Fusion. Bringt uns so viel jetzt. Oh, komm, wir setzen die, weil sonst haben wir zu viele Karten auf der Hand. Was wir hier machen, ist jetzt die ganz gute Frage. 27.000. Oh. Das ist viel zu viel. Ich beende meinen Zug. Was anderes können wir ja nicht machen. Wir hätten auch das verdeckte Monster angreifen können, aber es ist mir zu riskant irgendwie. Soll ich das natürlich jetzt... Ich müsste jetzt angreifen. Ja, ich muss jetzt angreifen. Bringt mir nichts. Battlephase und wir greifen mal sein verdecktes Monsterchen an. 1200 geht noch, alles in Ordnung und wir beenden das, den Zug natürlich. Oh, wir müssen natürlich eine Karte aus unserer Hand legen, wir nehmen natürlich Fusion. Also, die Lichtschwerter sind schon down und wir können einfach nichts machen. Ey, das kotzt doch einen an. Wir beenden unseren Zug, müssen eine Karte aus der Hand legen, nehmen natürlich... Warum haben wir so viel Gaia? Also wenn ich die andere Karte hätte, würde ich es ja verstehen mal, aber... Alter! 1900! Schloss der dunklen Illusion! Da, was? Oh, fuck! Noch einmal Gaia wegwerfen. Alter Scheibenkleister! Wir müssen hier dann langsam irgendwann mal was, machen. Jetzt haben wir irgendwann mal ein kleines Pro... Ich habe die Runde beendet! Ich wollte die Runde nicht beenden. Ich wollte angreifen. Ich wollte verdammt angreifen. Ist aber geil, dass er in die Angriffsphase gegangen ist. Finde ich geil irgendwie. Ah, oh, Scheibenkleister. Na gut, setzen wir den hier. Gehen in die Battlephase und greifen dann. Was greifen wir denn an? Wenn er mal wieder ein bisschen Schaden bekommt. Wir gehen natürlich raus. Ich hoffe mal, der greift jetzt nicht an. Oh, der hat nochmal so ein Ding. Ach ja. Ach ja, komm. Er macht Endphase. Warum macht er die Endphase? So, was nehmen wir natürlich jetzt? Wir nehmen natürlich dunkler Magier, beschwörende dunkle Magier. Ja, zwei als Tribut annehmen. Die beiden hier. So, damit kommt das Horn nämlich als nächstes. Wir haben... Oh, 2700. Gehen natürlich in die Battlephase und greifen sein kleines Schiffchen hier an. Oh, alter Schwede. Das ist krank, das ist krank, die Runde. Ich habe immer noch ein Gefühl, dass ich locker verlieren werde. Die Sache ist, er wird jetzt alle Monster in Defense liegen. Er wird jetzt alle in Defense liegen.
Bin ich mir relativ sicher. So, wir haben noch unser Hörnchen jetzt. Das nehmen wir jetzt. Erhöhen natürlich die Attacke von schwarzer Magier, dunkler Magier. Setzen unseren Grüschli-Bären hier mit 1400. 3400, alter Schwede. Und mit dem Bärchen greifen wir hier jetzt den hier an. Ja, das war mir sowas von klar. Spiegelkraft, alter Mann. Maidenphase, dann können wir hier noch den Effekt aktivieren. So. Und wir gehen natürlich in die Endphase. Oh nein, ich habe verloren. Ich habe einfach verloren. Es war ein guter Kampf bis jetzt gewesen. So, ich darf wieder anfangen. Das erfreut mich sehr viel. Und wir haben wieder so welche... Alter, aber wir kommen... Jetzt fehlt uns die Fusion. Uns fehlt einfach die Fusion. Nein. Oh, fuck. Ich kann nichts machen. Ich kann einfach... Warum ziehe ich jetzt so starke Monster? Hat Yugi einfach nur starke Monster in seinem verdammten Deck oder was? Oh, der macht natürlich gleich schön direkten Angriff. Am besten hier Spiegelkraft gleich runter oder was? Oh nein. Naja, komm, aktivieren und dann können wir den angreifen. Aber ich weiß jetzt schon, der hat Spiegelkraft runter. Ja, das war mir sowas von klar. Und wir gehen in die Endphase. Alter. Der wird uns jetzt noch den letzten Verstand rauben. So, wir können nichts machen. Freut mich. Mich erfreut das sehr, dass ich gerade die Runde wieder verliere. Und auch nicht mal so 5 Minuten in der Runde drinnen bin. Macht extrem viel Spaß, muss ich schon mal sagen. Und ich habe verloren. Ja, nice. Nice. Freut mich. Der will mich voll auf den Arsch. Alter. So, wir haben wieder mal verloren. Und spielen als erstes. Ey, wenn ich jetzt wieder verliere, höre ich erstmal heute auf. Oh. Können wir jetzt schon fusionieren? Wir können jetzt schon fusionieren. Oh ja. Yeah. Freut mich. Endlich ist mal das Glück auf unserer Seite. Alter Schwede. Drachenmeister Gaia. Angriffsposition. Ist ja stark genug. Und ich bin in meinem Zug. Du bist dran. So, wir sind dran. Schön. Aber ich weiß jetzt schon, der hat wieder Dings drunter. Ich werde hier jetzt mit denen hier angreifen. Er hat dieses Mal kein Dings. Oh, was ist das? Nein! Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Ey, hoffentlich habe ich jetzt dieses Mal Klick in der Battle-Phase kommen. 1900. Oh, nein. Oh, ich hätte sein Monster klauen können. So. Wir können ein Monster uns holen. Ich würde nur sagen, wir wollen uns einfach mal die Schildkröte, weil die hat nämlich 2000 Verteidigung. Die können wir nämlich schnell in Verteidigung legen. Ich aktiviere jetzt den Effekt hier. Kann seine Karte klauen. Kann mir noch eine Karte beschwören. Und hoffen wir mal, das war jetzt kein Fehler. Und gehen einfach mal in die Battle-Phase rüber. Ja, das war sowas von klar. Alter. Ey, der kotzt mich langsam an. Da kotzt mich einfach mal langsam extrem an. Also wegen dem Kunden gehe ich noch in die Klapse. 1300 abbeschwören, rein, los geht's, Party hart. 1700 Schaden bis jetzt gemacht. Der Kunde will mich einfach nur noch in die Klapse schicken. So, wir setzen unsere liebe Elf in die Verteidigungsmodus und greifen mit unserem Kobold hier an. Auch wenn ich wieder sehe, der wird irgendeine Karte haben. Geil. Ich sag schon nicht mehr dazu. Also, ich sag zu dem Kunden nichts mehr. So schwer wird das doch nie... Ja, jetzt kommt er noch... Alter. Ey, so schwer wird das doch nie sein, gegen ihn zu gewinnen, oder? 1600, ich kann noch nicht mal hier Effekt aktivieren, Verteidigungsmodus setzen und los geht's. Hier, Part beenden. Alter. 2000, darf mich aber nicht angreifen. So. Ich hoffe, ich kriege jetzt zwei Karten ziehen, das freut mich sehr. Ey, damit ich mal was auf die Hand kriege. Oh, und jetzt kriege ich... Ja, doch, eigentlich schon.
ist eigentlich gar nicht mal so dämlich. 1200, 300 Schaden machen. Kann man mal machen. Und da, der hat doch diesmal kein Monster, was man hier so irgendwie so... Ey, keine Karte, die jetzt abschreckt. So. Partband. Oh, 2700. Durch seine liebe Karte, durch seine Verhältkarte. Das ist geil. Das erbeut mich mit vollem Herzen. Ja, ich kriege ich Monster, Dankeschön. Kann das beschwören und kann mit dem seine verdeckte Karte angreifen. Und hoffentlich draus was machen. Und direkter Angriff mit herbeigerufener Totenkopf. Oh, Halleluja. Komm, jetzt. Geil, ich habe gewonnen. Ich habe endlich mal gewonnen. Das erfreut mich so extrem. Angreifen. Oh. Niemand besiegt Panik. Niemand. Jui, du warst unglaublich. Ich habe das beim verloren. Der Millennium Puzzle hat mehr Macht als wir dachten. Yugi, ich weiß, was ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier, die Sternchips gehören dir. Nimm sie. Es tut mir leid, aber ich kann sie nicht akzeptieren. Ich kämpfe meine eigenen Schlachten. Und da habe ich was übersprungen. Ich weiß, aber es hat keinen Sinn zu streiten. Sie sind zu dickköpfig. Aber wenn sie lieber von der Insel weggebracht wird, ich nehme sie gerne. Glaubst du, es ist lustig, dass ich alle meine Sternchips verloren habe, Joey Wheeler? Nein. Gib sie zurück. Natürlich kannst du sie haben. Deine. Wirklich, Joey? Hast du nichts von diesem Duell gelernt? Du kannst nicht immer deine Abwehr halten. Weil sie wird nun zwischen dir und anderen Menschen kommen, die versucht, deine Freunde zu sein. So kannst du nicht dein Schild unten lassen. Nur dieses nochmal eine Mal. Alter fucking. Schloss der dunklen Illusion. Die Karte ist auch krank. Die habe ich glaube ich auch gehabt damals. Die Stunde der Wahrheit, wir sehen schon, wer hier gegen wen kämpft und wen wir spielen. Ich würde einfach mal sagen, wenn ich der ganze Part gewonnen habe, gibt noch mal wenn nicht einen Daumen nach unten. Ich höre jetzt mal auf mit meiner Nachtsaufnahme. Wir sind jetzt bei 1.24 Uhr. Wollte Spaß jetzt noch zu schneiden. Wenn ich der ganze Part gefallen hat, gibt noch mal oben, wenn ich einen Daumen unten schreibt in die Kommentare. Und dann müssen wir jetzt mal, wenn es heißt, Zeit für ein Duell in der Stunde dabei.